Wir haben in der Stadt immer mehr Schulkinder und darum brauchen wir in allen Quartieren mehr Schulraum. Was hier im Mattenhof Wiesenbühl speziell ist, wir planen bereits das dritte neue Schulhaus nach dem Neubau Marzilli und Pestalozzi. Was mir besonders gefällt bei der neuen Volksschule Gumouin ist, dass wir hier neue Massstäbe anlegen im Bereich der Nachhaltigkeit und dass auch eine Ganztagesschule wird einziehen wird. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir im Sommer 2028 hier Kinder aus 23 Klassen ins neue Schulhaus ein- und ausgehen.